OÖO. Oberösterreich Originale. Der Podcast. Mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Ein Oberösterreicher steht auf dem zweithöchsten Berg der Welt, auf dem K2. Hinter ihm am Schnee liegt sein oranger Gleitschirm. Er hofft nur, dass der Schirm sich öffnen wird und er läuft los. Max Berger aus Grünau wollte voriges Jahr als erster Mensch mit dem Paragleitschirm vom K2 herunterfliegen, vom zweithöchsten Berg der Welt zwischen Pakistan und China. Wegen Lawinengefahr hat er es damals nicht ganz auf den Gipfel geschafft, aber er ist von einem Bergrücken auf 8000 Metern gestartet und auch das hat vor ihm noch kein Mensch gemacht. Was du rennst, bist du schon ein bisschen so wagelig auf die Füße und dann weißt du gar nicht, was der fühlt sich jetzt in der Schirm und da rennst du das und irgendwann einmal spürst du, dass er zirkt der Schirm und dann bist du schon in der Luft. Wie war das dann in dem Moment? Boah, gescheit cool. Weißt du, und das Panorama ist natürlich schon, also ein Haufen 7-8000 Meter hoher Berg. Ja, das ist schon beeindruckend. Dabei war sich Max Berger bis zuletzt nicht sicher, ob er überhaupt starten kann. Tags zuvor sind noch Lawinen an ihm vorbeigedonnert. Außerdem herrscht so hoch am Berg auf 8000 Metern nur ein Drittel der Luftdichte. Hubschrauber können da zum Beispiel gar nicht mehr fliegen. Und auch für Berger war nicht sicher, ob ihn sein nur ein Kilo schwerer oranger Gleitschirm überhaupt tragen wird. Es reicht, aber du musst natürlich dementsprechend schnell rennen. Bei uns auf 2000 Meter, da laufe ich vielleicht 3-4 Schritte und dann bin ich in der Luft. Und dort musst du echt einmal 20-30 Meter ordentlich schwatteln, bis du das halt einmal abhebst. Dann habe ich mir eine Spur austreten müssen, gar in den Tiefschnee, weil da hat es ja schon so, ich sage mal, knietief Schnee gehabt. Jetzt bin ich mir dann dreimal auf und angegangen, so 30 Meter, und da war ich schon paniert dann. Das war dann schon ziemlich anstrengend. Ja, dann habe ich ein paar Mal durchgeschnauft und dann bin ich gestartet. In nur 17 Minuten ist Max Berger die 3000 Meter runter ins Basislager des K2 geflogen. Für dieses Abenteuer hat der Grünauer zur Vorbereitung auf die dünne Luft zu Hause 6 Wochen lang in einem speziellen Zelt geschlafen. Ja, das ist praktisch ein Zelt, das nur über Kopf und Oberkörper geht. Und mit einem Schlauch und einem Kompressor wird da praktisch der Sauerstoff aus der Luft rausgesaugt. Du kommst schon voll akklimatisiert hin, brauchst nicht das ewige Auf und Ange, sondern du kommst hin, bist fit und gehst auf. Und Max Berger hat auch schon ein nächstes Ziel. Ja, sicher. Ab März werde ich wieder im Hypoxie-Zelt schlafen und im April bin ich schon wieder dahin. Also ich fahre nach Nepal und ja, möchte auf ein paar hohe Berge mal dann fliegen. Krasser Typ, Max Berger aus Grünau. Von seinem Flug vom K2 gibt es ein sehr cooles Video auf liveradio.at. OÖO. Oberösterreich Originale.